Ich habe wirklich wunderbar geschlafen. Ich fühle mich absolut fit. Ein paar leckere Vitamine. Die perfekte Art, um in den Tag zu starten. Kommt mit nach Lazy Town, dem schönsten Ort der Welt. Freddy Faulig richtet Schaden an und Spartacus ist unser Held. Stefanie ist neu im Ort, an Siggis Bonbons bleibt sie kleben. Wer Pixel, Meini und Trixi kennt, der weiß, hier kann man was erleben. Jetzt geht's los hier in Lazy Town, dieser Tag wird bestimmt grandios. Auf dem Kopf steht alles in Lazy Town, in Lazy Town ist immer was los. Der geklaute Kuchen. Gottchen, heute hat Senta Senf dazu Geburtstag und ich weiß einfach nicht, was ich ihr schenken soll. Oh. Kinder, könntet ihr eure Lautstärke reduzieren? Seid leise, ja? Hä? Entschuldige, Onkel Meinhard, wir haben gerade so tolle Musik gehört. Ach, und mir geht so viel im Kopf herum, weißt du? Sentas Geburtstagsgeschenk? Oh, ja. Na ja, mach es bloß nicht so wie letztes Jahr, sonst spricht Senta nie wieder mit dir. Oh, erinnere mich nur nicht daran. Liebe Senta, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Sonnenblumen? Ich bin allergisch gegen Sonnenblumen. Hallo? Hallo? Onkel Meinhard. Ach, du bist es, Stefanie. Senta hat dir doch dieses Buch gegeben, damit du auf Ideen für ihr Geschenk kommst. Also lass es uns ansehen. Ach Gottchen, das ist ja ein dickes Buch. Huch, nein, viel zu teuer. Okay. Och nein, viel zu zerbrechlich. Ja, gut. Huch, ja, das ist eine wunderbare Idee. Aber ich bin leider viel zu nervös, um einen Kuchen zu backen. Ach, irgendwie ist alles noch schlimmer als letztes Jahr. Keine Sorge, Onkel Meinhard. Wir nehmen die Sache in die Hand, oder, Freunde? Hallo. 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 Ja. Programm Konditor 1.0 wird gestartet. Backdaten laden. ich sag dir, dein Kuchen ist ruckzuck fertig. Wir kommen voran. Schritt 1 ist getan. Kuchen gebacken. Analyse? Noch nicht dekoriert. Nein, oh. Nein, geh bloß weg da. Das ist mein Kuchen. Lass die Finger weg. Hast du sie noch alle? Guckt euch das an. Ich habe jede Menge süße Zutaten. Oh. Na? Ja, nicht schlecht. Feststellung nach Scan? Braucht Schlagsahne. Ja, eindeutig. Gib her, meine. Nein, ich will die doch da draufstecken. Als Dekoration, weißt du? Was machst du denn mit dem Ding? Gib das her, das ist meins. Und das ist auch meins. Das? Hör auf damit. Siggi, Siggi. Cool. Hey, das ist ja abgefahren. Toll. Ja. Warte. Was ist denn hier los? Gib das wieder her, das ist meins, meins, meins! Oh, da hat jemand ein Problem. Yeah.
Meine Güte. Oh, Sportakus, Sie machen eine Tortenschlacht. Ich glaube, Sie haben zu viel Zucker gegessen. Ja, Sie haben recht. Zu viel Zucker. Okay. Mit Essen spielt man nicht und wirft's auch niemand ins Gesicht. Entschuldigung, Sportakus. Guck mal, wir haben diesen ganz tollen Kuchen für Senta gemacht. Oh, nun wird Senta Senf dazu endgültig nie wieder mit mir reden. Oh. Tja, da werdet ihr wohl noch mal von vorne anfangen müssen. Meinst du? Ich mach jedenfalls mal diese tollen Lollipops weg. Vielleicht brauche ich die noch. Siggi, aber nicht alle auf einmal, ja? Ja, in Ordnung. Viel Glück. Danke, Sportakus. Danke sehr. Aber nicht aufgeben. Hm? Okay. Tschüss. Leiter! Jetzt backen wir den Kuchen. Am besten backe ich mir gleich eine Marzipansahne-Schokoladentorte. Nee. Wieso soll ich backen, wenn ich auch einfach klauen kann? Ich meine geklaut. Schmeckt besser. Das weiß doch jeder. Auf die Art und Weise werde ich auch gleich diesen beknackten Sportakus los. Jetzt wird getarnt, getrickst und getäuscht. Zu heftig. Oh. Zu kräftig. Oh, ho, 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 ho. Zu deftig. Oh, zu prächtig. Aha, ein Detektiv. Perfekt. Ich esse Ihnen den Kuchen weg und trickse es irgendwie so hin, dass alle glauben, dass Sportakus es getan hat. Perfekt! Oh, zeig her! Oh! Wunderbar! Sentas Geburtstagskuchen kann geladen und gegessen werden. Oh, Senta Senf dazu wird sich ganz bestimmt freuen. Ruf sie an! Über
überrasche sie. Ja. Und dann kommt sie hierher und wir können endlich diesen super tollen Kuchen essen. Mhm. Rufen Sie an, rufen Sie an. Jetzt sofort? Ja. Vielleicht ist sie auch gegen Kuchen allergisch. So ein Quatsch, nun mach schon, ruf sie an. Genau. Ja, auf zum Telefon. Ja, ja, los. Hallo, hallo. Tja, sie ist gar nicht zu Hause. Vielleicht wählst du zuerst ihre Nummer, oder? Ja, stimmt, natürlich. 516, da. Und los geht's. Oh. Hallo? Hallo, Senta Senf dazu. Hier ist Meinhard. Meinhard meint's gut. Ach, ja. Ja, der Bürgermeister. Ach, Sie sind's? Ja, ich hab mir überlegt, ob... Sie und ich vielleicht, also wie gesagt, wir können... Ja, also wir können... wohin soll ich dich einladen? Nein, du sollst sie einladen. Ach, ich hasse Sonnenblumen. Ach Gottchen, hallo? Ich würde Sie gerne einladen. Ich habe... eine drastische und üble Nachricht. Hä? Was? Eine üble... nicht doch. Nichts Drastisches, nichts Übles. Eine fantastische Überraschung. Ja, also bitte, kommen Sie vorbei, sobald Sie können. Bis dann. Gut, ich bin gleich bei Ihnen. Schön. Eine Party. Ach, meine Lieben, mein Magen tanzt Cha-Cha-Cha. Hey, ganz ruhig. Bleiben Sie einfach cool. Ein herrlicher Tag ist heute. Hey, sie kommt, sie kommt. Los, bereitet alles vor. Aha. Okay, los geht's. Sie kommt gleich, sie kommt gleich. Oh. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte, sie wunderbarer Mann. Ich habe eine Überraschung für Sie, Senta Senf dazu. Eine sehr leckere. Da zucken mir ja die Zähne. Ja, dieses Jahr gibt's keine Sonnenblumen, sondern... Happy Birthday! Der Kuchen! Was ist passiert? Diggi, zeig mir mal deinen Mund. Ich hab ihn nicht gegessen. Oh. Wieder ein Geburtstag. Ruiniert. Wo kann er bloß sein? Wir müssen ihn finden, unbedingt. Ein Kuchen wurde geklaut. Backwerksbanditen am Werk. Wer sind Sie denn? Aha! Ich bin Sherlock Schaumschläger, Detektiv. Was? Der erste Schritt, um diese schreckliche Tat aufzuklären, ist die Suche nach Resten des Kuchens. Ja, genau. Folgt mir unauffällig. Okay, das machen wir. Gut, wir kommen. Sie und den Kuchen. Willst du nicht mitkommen? Ich komm gleich nach. Du! Du mit der albernen Mütze, zeig mir deine Hände. Zuckerguss! Aha! Zuckerguss? Hände hoch, du übler Kuchendieb, du! Ich würde sagen, er ist verhaftet! Ich esse doch gar keinen Zuckerguss. Und was ist das? Fingerfarbe? Also, ich kenne Zuckerguss und das ist welcher, eindeutig! Aha! Es gab noch nie einen Kuchendieb in Lazy Town. Aha! Ja, gar nicht wehgetan. Die Verhandlung ist eröffnet. Der ehrenwerte Richter Mainzgut hat den Vorsitz. Wie jetzt? Es ist doch so, dass dich keiner gesehen hat, wie du den Kuchen nicht geklaut hast. Ja, wie kann denn jemand sehen, wie ich etwas nicht tue? So, du gibst also zu, dass dich keiner beobachtet hat, wie du es getan hast. Was? Ich meine... Greifst du, was er will? Nein. Der Fall dürfte klar sein. Der Bürgermeister fällt doch nicht darauf rein, oder? Verdecken Sie Ihr rechtes Auge und lesen Sie das. Ach Gottchen, Sportakus ist Schultag. Kapier ich nicht. Wie war das? Das war nicht verständlich. Lesen Sie es erneut. Sportakus ist schuldig. Danke sehr, danke, vielen Dank. Und schuldige Verbrecher gehören ins Gefängnis. Ach, wirklich? Nein!
Aber wir haben kein Gefängnis in Lazytown. Ach ja, das glauben auch nur Sie. Hm? Was macht ihr da? Wer ist dieser Detektiv überhaupt? Ja! Sieh an! Tada! Tritt ein, mein Freund! Was macht er? Detektiv, willst du die Tür nicht verschließen? Ihr Kuchendiebe, ihr seid doch alle gleich, ihr Verbrecher, ihr. Ach, was ist das nur für ein Tag? Spartacus sitzt im Gefängnis und wir müssen gleich zwei Kuchen für Senta Senf dazus Geburtstag machen. Ach, ich muss mich erst mal hinsetzen. Mach ich erst mal. Hoffentlich freut sich Senta wenigstens über den Kuchen. Ach ja. Es ist schon komisch zu sehen, wie Spartacus so hinter Gittern sitzt. Ich find's schon komisch, dass Spartacus überhaupt mal sitzt. Ja, finde ich auch. Also, wenn ihr mich fragt, ich finde das auch ganz schön komisch irgendwie. Siggi, nimm mal das Bonbon aus dem Mund. Entschuldigung, aber wenn ich nervös bin, brauche ich halt was Süßes. Du isst doch ständig was Süßes. Das stimmt. Ich esse ständig was Süßes. Hä? Süßigkeiten, jetzt weiß ich's. Spartacus verliert doch seine ganze Energie, wenn er was Süßes isst. Ja, dann kriegt er einen Zusammenbruch und wird ganz schwach und so. Und was macht er jetzt gerade? Zielperson erfasst. Details, Zielperson macht gerade Fitnessübungen. Oh, das heißt kein Zusammenbruch. Und das heißt kein Zucker. Und das heißt, ja, was heißt das? Das heißt, er hat den Kuchen nicht gegessen. Ja! Aber wenn er es nicht war, wie war es dann? Ja, wir. Ja, wisst ihr, was wir machen? Wir spielen Detektiv. Ja! Oh ja, oh ja, lass uns anklagen. Da ist eine Spur. Ein Fußabdruck. Genauso aus wie die auf dem Kuchen. Ein Stück von dem Kuchen. Hä? Au! Was war das? Au! Ein Lollipop. Oh, schon wieder einer. Falls ich träume, weck mich nicht auf. All die ganzen Lollipops und die Mütze. Er hat den Kuchen geklaut! Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wisst ihr was? Oh, was? Wisst ihr was? Wisst ihr was? Du hast eine Menge Zucker gegessen. Ja. Ich meine nein. Der Detektiv, er hat den Kuchen geklaut. Guckt euch das an. Lollipops von dem Kuchen. Datenupdate. Spartacus ist unschuldig. Dann soll er auch nicht im Gefängnis sitzen. Genau. Ziel anvisiert. Aufgabe, diesen Schlüssel holen. Ja. Ja. Stephanie? Befestige die Antenne an Meinis Auto. Okay. Was? Wow. Was macht ihr? Hey, Vorsicht! Siggi, das kann ich nicht mit ansehen. Mikrocontroller aktiviert. Pixel, pass auf mein Auto auf. Okay. Oh, zu weit, zu weit. Stopp. Okay. Zurück, zurück, zurück. Rückwärtsgang. Okay, näher, näher. Ich glaube, jetzt komme ich ran. Ja, okay. Weiter, weiter. Ja, schnappen wir. Er greift nach dem Schlüssel. Schafft er's? Er ist schon fast dran. Er hat's nicht geschafft. Oh nein.
Spartacus! Ich danke dir vielmals. Du kannst dich auf mich verlassen. Das weiß ich doch, Sigi. Ja. Da ist auch noch ein Kuchen. Tja, ich wüsste einen Kuchen, den wir ihm backen können. Okay, los, komm mit. Gut, gehen wir. Hat jemand Zeta Senf dazu gesehen? Oh, Spartacus, sind Sie aus dem Gefängnis ausgebrochen? Nein, die Kinder haben herausgefunden, wer den Geburtstagskuchen geklaut hat. Ja, das war der Detektiv. Ja, wir haben eine Überraschung für Senta und diesen Kuchenlangfinger da. Ja. Den erwischen wir so garantiert. Ja, ja, sehr schön. Na gut, dann los. Ja, auf geht's. Okay, ich stelle ihn genau hier hin. Wacht er auf? Ich glaube, ich riech was. Er fällt darauf ein. Es funktioniert. Ich dachte, ich hätte alles aufgegessen. Oh, ein... ein Kuchen. Und noch so ein Teil. Ja, es klappt. Noch mehr Kuchen. Und noch einer. Komm zu Vati. Ein Riesenkuchen. Der sieht aus wie Freddy Faulig. Das ist Freddy Faulig. Freddy Faulig. Oh nein. Freddy, das warst du, der den Kuchen geklaut hat. Genau. Nein, ich war's nicht. Aber dein Gesicht ist ganz voller Zucker. Ja, zu übersehen. Oh, tatsächlich? Ja. Was geht denn hier vor sich? Was ist das? So, alles weg. Oh, mein Gesicht. Nein, Senta Senf dazu. Bleiben Sie hier. Herr Bürgermeister. Ja, bitte? Oh ja, natürlich. Vergessen Sie nicht das Wichtigste. Danke sehr, Spartacus. Oh, Senta Senf dazu. Was? Ich... geh dann wohl. Wiedersehen. Tschüss. Dieser Freddy Faulig. Ach, dieser Freddy Faulig. Senta Senf dazu. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Kuchen? Erlauben Sie sich einen Scherz mit mir? Ach, war doch nur ein Witz. Händler, ich habe eine Gabel. Oder auch zwei. Ja.